Willkommen zurück zu Super Metroid. Bei Rebecca. Ja, ja. Wir sind im Red Chip und wir haben den Strom aktiviert im nächsten Part. Den Tun haben wir getötet. Keine Ahnung mehr, was wir jetzt machen müssen. Komische Qualle. Oder was es auch immer ist. Ja, ja. Man sieht ja unten rechts gerade auf der Karte dieses schöne rote Kreuz. Stimmt, daran erinnere ich mich jetzt wieder, ja. Gerade nach Geheimnissen. Davon gibt es nicht eine ganze Menge an Wegen hier im Schiff. Ja, zum Beispiel Super Missiles. Ich mag diesen Jiggle auch immer sehr. Item. Ja, ja. Wobei das durchaus nerven kann im Spielflow, wenn du gerade drei Räume miteinander hast, wo 6 Missile-Container zu finden sind. Gerade hier ist das X-Visor sehr praktisch. Oder halt, ja, X-Ray Scope. Wie auch immer. Oh, guck mal, ein Laufband. Ja, auch der. Kann mir mal jemand. Was für einen Sinn hat das? Also kann mir mal jemand erklären, wie das funktioniert? Ich hab so das Gefühl, dass Laufband. Was ich denn die Leute damals gebaut haben? Der hätte mich zerdrücken können. Ja, ich will auf meinem Raumschiff Stacheln haben und Laufbänder, die einen genau dazu reinführen. Was für ein Sinn steckt dahinter? Weißt du Galaxy Quest? Da muss ich immer wieder an. Galaxy Quest? Wie hieß nochmal der Film? Space Quest? Hieß der Space Quest? Oder Galaxy Quest? Wo die diese. Auf dem Raumschiff. Wie war das nochmal? Die mussten doch irgendeinen Mechanismus da deaktivieren. Ich meine, das war Galaxy Quest. Okay, müssen die da doch auch durch Räume durchlaufen, die mit Fallen bespickt sind, was überhaupt keinen Sinn macht. Planlos durchs Weltall. Ich glaube Galaxy Quest, ja. Ich habe den schon so lange nicht mehr gesehen. Ich erinnere mich nicht mehr so ganz an den Titel. Ja, es war eine schöne Star Trek-Parodie. Das Tolle ist ja, dass die das Raumschiff nachgebaut haben. Aber ich fand ihn sehr unterhaltsam. Gesehen haben. Was halt entsprechend auch in ja. Gängen resultiert ist und so weiter. Sehr interessant. Ja. Ja, was teilweise überhaupt keinen Sinn macht, aber es war cool. Ich fand das schön, wie sie dann den Fan angerufen haben, von wegen, du hast doch die Pläne. Oh, das ist geil. Eigentlich würde es jetzt hier sogar empfehlen, den Eisbeam auszuschalten. Ich muss doch meine Freunde anrufen, wir alle haben unterschiedliche Ebenen von dem Schiff. Weil man ja dann auch bei jedem Schuss, den man setzt, einen zusätzlichen Schuss braucht, um die Gegner zu töten. Gerade bei den Schwächeren. Ja. Ja, aber ich glaube, wir müssen die Energie haben. Ja, ich habe nicht gerade viel Energie. Da musst du sie wirklich töten? Das reicht doch, wenn die eingefroren sind, oder? Ja, das ist deswegen. Ah, okay. Das ist ein Punkt, ja. Und ich meine, du bist gerade unterwegs zum nächsten Energy Tank. Ja, ich habe darauf nicht geachtet, auf die Lebensenergie. Aber jetzt, wo du es sagst, merke ich, ja, dass sind einige Blöcke noch frei, die man voll machen könnte. Ja, das ist ja mein Ziel. Windows bis dahin. Wird beim Energy Tank mich generell wieder aufgeladen komplett? Wird schon schief gehen. Ja, so langsam wird es. Das ist auch unlogisch mit diesen Funken, die da ins Wasser runterfallen. Ne? Das müsste eigentlich komplett durchdringen. Genau, Sphären, das befürchte ich. Aber es wird's nicht. Hier sind wir falsch, nebenbei erwähnt. Das ist vielleicht zwei Dinge aus wie ein Funke, dabei ist es ein Glühwürmchen, was da runterfällt. Die Space Pirates so. Glühwürmchen in ihre Leitung gesteckt. Ja! Space Pirates gemacht. Space Pirates in Space! Wieso denn nicht? Ja. Ja, yep, der Weg führt zum Energy Tank. Das muss man sich nur nicht zu blöd anstellen. Genauso. Space-Cop. Ist aber auch ein Heidenspaß, ohne Gravity Suit im Wasser zu springen. Oh. Ja. Ja, also diese Umgebung sieht doch wie gemacht dafür aus, dass du das Ding teilst. Ich wollte gerade sagen, warum hast du denn immer noch nicht den Suit dafür? Ich sterbe nicht. Glaube ich. Ist ja schon ein bisschen her, die Aufnahme. Oh nein!
Nicht sterben. Sehr hilfreich. Immer kann ich Wasser nicht ertrinken. Kannst du nicht einfach irgendwie einen Propeller an deinen Anzug dran machen und dann ist das okay? Dann hießen wir Sonic Aran. Ich sag es. Stimmt. Nein, bitte nicht schon wieder. Ja, oh. Alles für geplant. Ja. Fühlt man sich wieder besser. Ja. Energy Tank! So, komm, komm. Oh, schön. So möchte man das doch sehen. Ja, die 8 Lebenspunkte sind ja wurscht. Und jetzt zurück. Oh, wobei, wenn sich das Ganze summiert. Die Stacheln zu fallen. Ja, ja. Ich muss übrigens sagen, dass diese Item Room Musik eine super Faschmusik ist. Der läuft hier nirgendwo. Denn was man dann immer so hört in irgendwelchen Filmen oder Serien, dass die Musik im Fahrstuhl läuft. Oh, ja. Ich bin gut darin, in Stacheln zu springen und mich davon treffen zu lassen. Ja, das sieht man. Ist Experte auf dem Gebiet. Diesen Gang sehen wir nie wieder. Ja, ich glaube, du solltest es in diesem Gang auch aufgeben, dem irgendwie auszuweichen. Und ich meine, das war es auch mit Wasserproblemen. Na dann. Es gibt ja weiter oben im Wrecked Ship noch genug Probleme. Weil es sich lohnt, speichern wir am Anfang mal ab. Es gibt doch nichts Schlimmeres, als wenn man jetzt irgendwie mit ganz wenig Energie durch einen Gang mit vielen Gegnern laufen müsste. Safe completed. Der ja oben auf uns wartet. Ja, wieso kann der durch Wände? Die können aber auch einen ganz schön trollen, aber mal ehrlich. Also den. Aber ich fand die auch in den 3D-Teilen lästig. Ich glaube nicht, dass sie darauf abgegangen sind. Vor allem, wenn du deinen Schuss aufgeladen hast, sind da total drauf abgegangen, aufgrund des Energieaufladens. Ja, die war ja so ein bisschen. Ja, aber die wurden dann auch schnell und aggressiv und kamen zu dir und dann, nee, das war echt nicht schön. Das war sehr gemein. Ja, eigentlich alles. Aber genau sowas fehlt mir hier in Super Metroid, wenn eben Energie-Pellets, sag ich mal, die irgendwo rumfliegen und Schadstoff ansaugen könnte. Ja. Den mal schön treffen. Ja, das ist eine schöne Stoff Mechanik gewesen, fand ich. Damit die ganzen Sachen anzusaugen. Das war die Da habe ich gerade einen großen Fehler gemacht. Ja. Als mal da raus. Oh, ist ein bisschen in die Stacheln gefallen. Was für ein scheiß Schicksal. Ich will nur die Missiles haben. Ich kann nicht sterben durch die Stacheln, aber ich komme nie wieder raus. Nein! Plumps. Und was anderes. Was hier nicht ist. Ich konnte jetzt noch nie merken, wo hier was versteckt ist im Schiff. Das ist so. Ich wollte gerade sagen, das ist doch gar nichts aufgegangen. Dass es fast jede Ecke in Gang gibt. Eben in fast jeder Ecke noch. Also sowas wie diese Laufbänder, das sind auch typische Videospiel-Klischees. Es muss irgendwo Laufbänder geben. Ja, es macht halt wie gesagt absolut keinen Sinn. Stell dir mal vor, du läufst da jetzt als normaler Mensch in dieser Welt rum. Und die führen halt direkt in Stacheln rein. Was für einen Sinn hat das? Und hätte ich jetzt eben in diesem Raum die linke Tür auch geöffnet, müsste ich die ganze Gegner nicht nochmal besiegen. Da
Das war mein Fehler. Gerade diese komischen Echsen nerven. Aber jetzt haben wir es ja geschafft. Und sind wieder draußen. Tada! Ah, frische Luft. Vor allem kein Wasser mehr. Zumindest keine Wasserprobleme. Ja, ich spiele gerne mit diesem Beam rum. Die Strahlen dürfen sich nicht kreuzen, mein Freund. Totaler Thronumkehr. Wo würdest du dich hinbringen? Hier oben ist nämlich was. Da. Ja. Oh, ein Missile-Päckchen. Ah. Aber was wir jetzt 100% haben, wir brauchen das Ding. Das ist blöd. Ist es schön, dass die Zeit für dich anhält, wenn du mit dem Weisor rumguckst. Oh, Samus, guck wieder mit dir durch den X-Ray-Weisor. Halt nochmal die Zeit an. Und hier ist irgendwo was versteckt. Ich glaube, da ja. Treffen ist auch eine Sache für sich. Oder willst du? Wer hat das Ding da versteckt? Ja. Wer hat das da versteckt? Aber wenn man jetzt hier Bock missbaut. Ja, da findest du aber noch eine ganze Menge. Ganz leicht runterfallen. Auf den ganzen Weg nochmal das Red Chip laufen. Ja. Das kannst du auf die harte Tour lernen. Und ja. Oder super Messer kommt noch nicht mehr raus. Sehen wir das mal als die harte Tour an. Den ganzen Weg nochmal. Oh je. Wenn wir jetzt Glück haben, habe ich das geschnitten. Das ist aber schon irgendwie fies. Ich will eigentlich nur einen Quick-Charge versuchen, aber der will ja nicht klappen. Man merkt die Verzweiflung. Muss ich wirklich? Das Spiel ist heute nicht auf deiner Seite. Nicht unbedingt. Wenn ich in manchen Videos sehe, dass welche da einen Quick-Charge machen, sieht immer so einfach aus. Ich bekomm's da einfach nicht hin. Ja, ach Gott, generell Speedruns zu dem Spiel sind der Wahnsinn. Ja, Jahre. Ja. Ja gut, aber da musst du auch überlegen, wie viele Stunden Training da reinfließen, diese ganzen Sachen. Über 1000 irgendwo und dann gibt's mal einen Weltrekord. Ja. Ich dachte mir auch dann, wo ich mir die Speedruns zum ersten Dark Souls angeguckt habe, ach, das ist doch gar nicht so schwer. Mach ich auch. Hier den Skip. Aber bei einigen Skips musste ich dann feststellen, dann, bis man dann raus hat, in welchem Winkel man dann wie rollen muss und springen muss, um dann da hinzukommen und von da aus dann wieder weiter. Und alleine erstmal die auch nicht. Teilweise die Geschwindigkeit in den Dingern ich finde, zu bekommen, sich durch die Menüs Frame zu bewegen genau und wissen. Okay, im 23. Frame der dritten Animationsphase muss ich da springen drücken und gleichzeitig ducken oder so. Das ist einfach nur was zur Hölle. Ja. Das kann ich nicht. Wir haben auch schon wieder fast die Hälfte der Energie verloren. Ja. Like a pro. Dann bleiben die Türen offen. Und man muss sich doch mal jeden Typ besiegen, der da ist. Okay, das ist ja schon mal ein Pluspunkt. Ja, ein sehr langsames Spiel hier irgendwie. Sonic! Holst du dir oben die Missile-Container nicht? Ja. Sind die nur 5 Stück? Für was hast du denn aufgedeckt? Das ist halt, dass er da ist, ne? Hättest du ihn doch gleich mitnehmen können. Auf die 5 Missiles kommst du mir auch nicht an. Boah. Wir haben später doch genug.
Ja. Das dauert zu lange. Jo. Okay, jetzt könnte ich ein Sandwich schon oder sowas in der Zeit. Du möchtest aber auch nicht das nutzen, dass du dich da oben langhangeln kannst, ne? Ja, das dauert jetzt, ja. Wieso auch immer. Ach, was habt ihr heute noch so vor? Super Metroid gucken. Genau. Ja, wir hätten eigentlich auch da runterkommen müssen. Diese Sequenz, wie jetzt irgendwie langsam die Statue da lang läuft. Die Stacheln gelaufen. Oh, es geht nach unten. Das ist Statues only. Ja. No Samuses. Oh, was kann das denn sein? Das ist ein Gravity Suit. Ja. Hast du das Schild nicht gesehen am Eingang? Der Graffiti Suit. Der Gravity Suit. Und ich mache mir jetzt gleich wieder Feinde, aber ich mag den. Die Farbe nicht? Die was? Farbgebung nicht, nee. Ich bin Fan von der orangen. Von der normalen Warrior Suit. Ja. Man kann nicht alles haben. Oh.